Hallo, da ist der Gregerl. Grüße euch ganz schön nach Augsburg und wo immer die Augsburg-Fans sind. Ich stelle euch jetzt das Hotel Das 7 vor und wir sind im Kufsteiner Land und ich hoffe, ihr habt ein bisschen einen Einblick, wie wir in unserem Hotel leben die nächste Woche. Gehen wir! Unsere Farben sind auch vertreten. Jetzt gerade die Medienrunde, unser Kapitän ist da vorne. Rezeption, schöner Eingangsbereich. Ich würde sagen, wir gehen nochmal zum Wichtigsten, zum Essensbereich, oder? Wo man die österreichische Küche natürlich perfekt präsentiert kriegen. So, hier erstmal ein paar Torten. Die sind für uns leider wie im Gefängnis eingesperrt. Die kriegen wir leider nicht. Wir haben viel bessere Sachen. Servus. Grüß euch. Haben wir hier Essensbereich, Salatbuffet. Das Wichtigste haben wir hier, steirische Kürbiskernödel, weil, wie ihr wisst, komme ich aus der Steiermark. Brötchen, dunkle Brötchen, Nudeln, natürlich alles perfekt. Jonty und Freddy. Hier haben wir unseren Essensbereich. Seht ihr, schon alles leer. Dann haben wir meinen Platz, natürlich der sauberste. Perfekt. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir mal hoch. Gehen wir zum Salva, zu unserem Zeugwart, wo wir unsere Klamotten abholen. Da draußen ist übrigens unser Bus. Wir können aber hier Gott sei Dank alles zu Fuß zum Training gehen. Und das ist, glaube ich, schon wichtig, dass man alles fußläufig erreichen kann. So, jetzt gehen wir zum Salva, zum kleinen Italiener von uns. Mach auf die Tür! Dein Vorbild. Komm, mach auf, ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Ich zeig dir was. Das ist Salva. Das ist mein bester Kumpel hier in der Truppe. Bringt mir immer die Klamotten aufs Zimmer hoch als einzigen Spieler. So, wer findet meine Nummer? Hier, meine Nummer. Die wird zum Salva und der bringt mir hoch aufs Zimmer, gell? Salva! Bringst du mir hoch aufs Zimmer, gell? Wir zwei sind wie Bonnie und Clyde, wie Max und Moritz. Hier der wunderschöne Gang zum Aufzug. Wie ihr wisst, Trainingslager ist immer anstrengend, muss man immer mit dem Aufzug fahren. Alles, was man mit dem Aufzug fahren kann, fährt man auch mit dem Aufzug. Jetzt habe ich meine Fingernägel geschnitten. Zeig das Hotel gerade her, Mille. Nach oben. Vier, ja. Physioraum. Zeig mal kurz her und dann kurz mein Zimmer. Das Präsidenten-Suite halt. Präsidenten-Suite halt. Der Präsident von uns hat nämlich ein Doppelzimmer und ich habe die Suite halt gekriegt, aber es ist so. Gehen wir hier in den Physioraum. Sehen wir hier die ganzen Tapes. Pflaster, drei Massageliegen, eine Massageliege für Stoßwellen. Gott sei Dank brauche ich das hier nicht so oft. Hier ein bisschen Kleingeld. Stecke immer klein für Sachen dort später. Hier ist der Ausblick auf den Trainingsplatz. Sieht man aber leider nicht so gut da vorne. Hier der eine Trainingsplatz, hier der andere. Die Berge natürlich sowieso wunderschön. So, dann hätte ich gesagt, gehen wir weiter. Hier kann man sich einplanen, einen Behandlungsplan. Das ist ganz, ganz wichtig zwischen den Einheiten, dass wir auch mal eine Massage kriegen, sich pflegen kann. Hier mein Zimmer. Dann ist es kein Geruchsvideo. So schaut unser Zimmer aus. Das rechte ist mein Bett. Hier die Playstation ist auch nicht unwichtig. Gerade am Abend verbringt man sehr viele einsame Stunden im Zimmer. Ja, das war mein Zimmer und hier. Der ganze Stockwerk runter ist dann quasi, sind dann die anderen Spieler. Hier der Mülleimer, auch nicht unwichtig. Ich hoffe, ihr habt euch ein bisschen einen Einblick haben können und ja, ich gehe jetzt schlafen oder vielleicht ein bisschen Playstation spielen und das eine oder andere Zuckerl oder Schokoladenbonbon verdrücken. Gell? Bis dann!